Jo, moin. Heute werde ich euch zeigen, wie man ein Paddleboard zusammenbaut. Was war das da? Aber erstmal mache ich meinen Laden auf. So. Mucke an. Und Mucke an. Und die wichtigste Zutat ist Kaffee. So, los geht's. Hi, Kamera läuft. Ich zeige euch heute, wie ihr ein Paddleboard baut. Mit allen Tipps und Tricks eines professionellen Paddlebauers. Ne, im Ernst, das ist kein gesponsertes Video. Es gibt keine 400€ Netzteile und keine Super Bonzen MIDI Sachen und keine Super Switches. Und hast du nicht gesehen, wie du und ich, nur dass meine Pedale alle schwarz sind. Ich fange an mit dem Board. Ich werde die Kamera gleich kippen, dann seht ihr, da, wie, was ich hier so mache. Und dann sitze ich davor und erkläre ein bisschen dazu. Ich hoffe, ihr hört mich so mit dem Mikro. Ich kann das ja nie so geil testen, weil ich nicht so der Videoschnittmensch bin. Deswegen nehme ich alles One Take auf. Ich hoffe, das funktioniert alles. Ich hole das Board. Das ist ein Board, das ich bei eBay gekauft habe für, ich glaube, 30€. Und mit Klett und Gummihaltern fürs Netzteil, sieht aus wie so ein Haarband. Vorteil ist es günstig, Vorteil ist es leicht, es wiegt echt nicht viel. Vorteil ist, war eine Tasche mit bei, die auch ganz okay ist. Man könnte, wenn man öfters mit der U-Bahn oder mit dem Bus durch die Gegend fährt, mit dem Ding sich mal einen geileren Gurt besorgen, weil der nervt ganz schön. Aber das ist auch so Mimimi-Zeug. Die Gummibeine sind scheiße, die werde ich auch auf jeden Fall austauschen. Leider sind die genietet, das heißt, ich brauche ein bisschen Werkzeug und Liebe für so eine Aktion und müsste dann neue Bohrungen machen. Das ist so Zeug für den nächsten Sonntag, das macht man mal. Es kippelt halt ein bisschen, kann jetzt aber auch in meinem Tisch liegen. Das ist, by the way, hier mein Packtisch. Und ich zeige euch das mal. Ja. Ist leider nicht so geil wie bei Henning Pauli. Tut mir leid. Jetzt nervt das Mikro hier. Ah. Ah, da muss ich die Kamera nochmal kurz festziehen. Einen Moment, Leute. Guck mal, währenddessen fliegt ihr hier praktisch über dieses Board und könnt es beschauen. Und währenddessen ziehe ich hier unten nochmal die Kamera ein bisschen an. Wow, das ist das Board. So, Kamera ist festgezogen. Und by the way, ein 30€ Kamerastativ ist nicht auch zwingend das Beste. Guck mal, seht ihr so noch, was ich mache? Ich könnte hier noch ein bisschen ranzoomen, ne? Das ist jetzt aber zu spät. So, Mikrofon nach unten. Ich bin jetzt hier unten. Hi! Hallo! Ich hoffe, ihr hört mich hier. Das sind unsere Pellets, die wollen wir bauen. Das ist alles privates Zeug, das ich in meiner Band spiele. Und ich hatte ein kleineres Board. Das hier, das ist mir aber zu klein geworden, da ich mir ein Arion Diamond Fast geholt habe, was halt so ein Block ist. Und ich finde das schon nervig, wenn man so Volume-Pedale und so daneben macht und so. Ich bin halt kein turnender Supermusiker mit fetten Cases und einem großen Van und Leuten, die das aufbauen für mich und so. Ich bin halt ein Typ, der mit dem Fahrrad zum Proben fährt und deswegen muss ich halt eine coole Tasche haben. Die Gitarre habe ich zu Hause, eine und eine im Proberaum. Also müsste ich nur das Board hin und her schleppen, wenn ich es halt zu Hause nutzen will. Zu Hause habe ich aber meistens einfach nur ein Delay und ein Fass rumliegen.
Ah, ich habe mich geschnitten am Klett. Ah! Das ist übrigens der Nachteil am billigen Klett. Da sind so Plastikkanten dran, an denen man sich super schneiden kann. Ah, fuck. Okay. Es ist alles live. Alles one take. So, ich hole nochmal einen kleinen Feger. Warum fege ich jetzt das Board ab? Weil da Haare und Staub drauf sind, was ja voll normal ist. Aber wenn ich das schon einmal zusammenbaue, dann kann man das ja auch einmal schick machen. Und generell, und da kommt jetzt Pro-Tipp 1, nicht die Haare in den Kaffee fegen. Nein, wenn da Staub und so drauf ist, kommt dieser Staub in eure Geräte. Jetzt denkt ihr, es ist voll Rock'n'Roll. Der Staub und der Biersiff auf meinem Pedal. Nein, das ist es nicht. Du würdest ja auch dein Handy nicht einfach in ein Waschbecken legen und das voll Wasser laufen lassen und denken, wow, das ist voll Rock'n'Roll. Nein, es ist dämlich, schlecht mit seinem Equipment umzugehen. Klar ist das cool, wenn man seine Gitarre durch die Gegend wirft und bla bla bla. Aber generell sind Effektpedale und Verstärker einfach Technik. Und mit Technik gehst du vernünftig um. Du nimmst ja auch nicht deine Hi-Fi-Anlage und schmeißt die durch die Gegend. So. So, nach der kleinen Standpauke geht's halt direkt weiter. Ich kann euch mal zeigen, was wir hier so haben. Am Pedalskis. Ein Boss RV500. Warum ein RV500? Du baust doch ein Kaleidoskop. Das ist doch auch ein riesiges Reverb und bla bla bla. Ja? Unser Kaleidoskop klingt sehr Fender Reverb mit mehr Ambient, als würde Fender einen Super Reverb praktisch rausbringen auf der Basis eines Fender Twins. Das RV500 kann alles, was ich so an Flächensounds haben möchte, und es kann zwei Reverbs und auch Delays gleichzeitig, also theoretisch bräuchte ich nichts außer eine Zerre und das Ding. Kann das in A, B splitten. Das heißt, wenn ich zwei Ins habe und zwei Outs, kriegt Signal, also Router A, kriegt ein Reverb zugeteilt und B ein anderes, was ich selber bestimmen kann. Und das ist ziemlich geil. So machen wir dann wieder weiter hier. So. Dann haben wir den Burning Sun von Ground FX, mein Freund Ben. Mega Teil ist ein Sun Model T Nachbau. Und denkt ihr, hä, ein 200 Euro Boutique Perle, das genauso klingt wie das, was Achi mir für 50 Euro lötet? Nein, denn das Mikrofon zeigt nicht zu mir. So, hallo. Der Ben stimmt die Transistoren einzeln da drin ab und das bekommst du nicht in diesen Musikdingen-Bausätzen geliefert. Was heißt Transistoren abstimmen? Man hat ein kleines Poti, wie die Potis außen, nur für innen, wo du mit dem Schraubenzieher rangehst und da pegelst du genau ein, wie viel Spannung dieser Transistor kriegt. Und kriegt ein Transistor zu viel Spannung, klingt der so blown out, sagt man dazu. Das heißt, der hat so einen gated, aber uncool gated Effekt. Kriegt er zu wenig Spannung, klingt der einfach zu lasch. Das ist wie, als wenn du so ein 5 Watt Röhren Amp voll aufdrehst, was halt manchmal auch eher unpassend ist. Oder halt zu wenig, dann klingt es halt einfach trocken nach nichts. Ich glaube, 3 JFET-Transistoren sind da drin. Und die stimmt der alle einzeln ab per Hand. Und so klingt das Ding auch. Bester Model T. Mit so ein bisschen Tweaks. Mit ein bisschen Schmackes. Ben macht sehr, 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 sehr gute Arbeit in seinen Pedalen. Und macht unter anderem auch, Surprise, Platinendesign für uns. Und es ist auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. So, genug Liebe, unser neues Eternal Youth. Verlässt auch mein Board nicht mehr. Habe ich mal für mich gebaut, das Teil. Und dann habe ich gedacht, boah, das Ding ist so geil. Machen wir doch ein Serienpedal daraus. So, wichtig ist immer, dass ihr die Potis wirklich von Staub befreit. Das ist übrigens einer meiner ersten Pedale, das Octave Multiplexer, was auch voll der geile Tipp ist. Beziehungsweise, das heißt Geheimtipps, ein Electro-Hammer-Expedal, die sind jetzt nicht rar oder so ein Kram, aber das Ding nach einem Fass macht diese glitchy Synthesizer
also alles, was nicht perfektes Tracking ist und so. Klingt aber mega geil, weil du die Bassoktave einfach filtern kannst. Und da kommt nämlich der Punkt, bei allen Pitch-Shifter-Pedalen hast du nur eine Oktave tiefer oder zwei oder höher oder zwei, aber es klingt genauso wie das Gitarrensignal. Aber wenn du einen Bassisten nachmachen möchtest, der klingt ja nicht wie du, also an Höhen und am besten und so. Und so kannst du den so ein bisschen filtern und kannst halt so einen schönen, dicken, fetten Bass einfach machen und du hast währenddessen voll die kreischende Gitarre. Ganz einfach, die Bogenplatte ist ein bisschen locker. Aber da wir hier voll im Pro-Haushalt sind, ziehe ich das mal ein bisschen hier nach. Solltet ihr auch machen, euch einfach mal ein bisschen Kleinwerkzeug zusammenbasteln, zusammenhasseln, einmal im Baumarkt, einmal 30 Euro ausgeben, diesen kleinen Koffer, den ihr dann dabei kriegt, den nimmt ihr einfach mit im Proberaum und lässt ihn da. Und wenn dann euer Drummer mal ein Problem hat, dann könnt ihr sagen, Moment, ich habe hier noch eine Kombizange. Komm, Achim, ich helfe dir. So, Fernweh. All my delay needs. Auch mal für mich gebaut. Und dann gesagt, geil, komm, geht in Serie. Jetzt wird's spannend. Das ist ein Tremolo. Mit Boost. Super weiches, Fender-artiges Tremolo. Nur die Fender-artigen Tremolos, die halt eigentlich besser klingen. Ja, müsst ihr mal gucken, ne? Wenn ihr so Pedals auseinander nimmt und so, dass einmal, wie gesagt, so Staub und alles, was so nachziehen kann, einmal mit nachziehen. Das schneide ich mal ab, weil das stört mich, dass ich hier rüber gucke. Fenderartig, genau. Und die haben immer einen Volume Drop. Das heißt, du schaltest das Gerät ein und das Signal wird ein bisschen leiser. Verhindert halt der Boost. Es macht halt nicht dieses Chop Delay, aber wenn du das hinter deine Effekte setzt, kriegt es mehr Signal zum Arbeiten, was es denn zerhackt. Und somit klingt es wie ein Chop Delay, also wie so ein krasses Super Delay. Ach Quatsch hier, Tremolo. Und ja, weiter geht's. Hier ist mein Neuzugang, das Diamond Wah, was ich auch erstmal fett auf 9 Volt umgebraten habe. Und das kriegt jetzt erstmal eine Grundreinigung. Stinkt nämlich wie Oma. Wie Oma, wenn sie dir Schallplatten oder Fotos aus ihrem Dachboden zeigen möchte. Und dann gehst du auf diesen Dachboden und hast erstmal über Spinnenweben in den Haaren und denkst, ach Oma, schön, dank. Nein, es riecht halt einfach nach, es riecht halt einfach eklig. Mit 40 Jahren rauchen. Und generell bin ich ja auch nicht penibel bei sowas, aber es riecht halt wirklich wie so DDR-Ware. Aus dem Keller. So, die Schraube ist ausgenüdelt. Dann holen wir uns mal den Außennüdelmeister. Ausgenüdelt. Ui. So, ich voll Profi habe die Düse hier kaputt gemacht, also muss ich das Ding aufschrauben. Das ist Aceton. Damit spielt man übrigens auch nicht rum. Und jetzt schön tief einatmen. So, warum mache ich sowas jetzt hier sauber? Wie gesagt, ich möchte den ganzen Mock darunter kriegen, als ich das ausgepackt habe. Und ich gucke mir erstmal die Pedale an. So. Also ich schraube die auf und gucke, was da so drin ist. Bei alten Pedalen hast du oft, guck mal, sieht doch viel geiler jetzt aus. Bei so alten Pedalen hast du oft, dass die... ja, keine Ahnung, dass die Buchsen halt so locker sind und überall knacksen und bla, weil da halt auch so viel Staub und Dreck drin ist, der sich einfach durch, gerade bei Wawas, durch dieses Fett und so, so ansammelt, dass das halt scheiße klingt. Die Kabel klingen halt andauernd so, als hätten die irgendwie einen Wackelkontakt oder so. Also schraube ich das erstmal auf. Dann hatte das auch einen leichten Volume Drop, selbst wenn du es voll reindrehst.
was ich auch behoben habe, indem ich einfach ein paar Sachen ausgetauscht habe. Ein paar Kondensatoren waren noch all. Die tausche ich dann auch einfach aus. Klar sind das so magical Bauteile und so. Aber jetzt mal unter uns, wenn du so ein krasses Fass hast, und das ist halt so ein super Fass-Moped, das drehst du eh voll auf. Und jeder, der mir erzählt, dass er bei 124 Dezibel Dioden raushören kann, also klar, ne, Germanium, Silizium und so, ja, okay, aber welche Germanium-Diode genau und ob das eine NOS-Diode ist und bla bla bla, der hat den Schuss nicht mehr gehört. Ja, auf True Bypass habe ich es auch umgebaut, ist ja ein Wah drin, was nicht True Bypass war und das Fass war auch nicht True Bypass. Und fertig. Und dann klingt das geil. Hier bauen wir auch direkt Klett drunter. Wie machen wir das denn? Einfach so, wa? Bei manchen Effekten müsst ihr nochmal gucken. Gerade wenn ihr die jetzt mit 9 Volt betreiben wollt, ihr habt die gebraucht gekauft oder so, schraubt die mal kurz auf und guckt, ob eine Batterie drin ist. Manche Schaltungen sind nämlich so, no joke, dass wenn du... Oh, das könnte scheiße werden hier mit der Schraube. Das soll ja alles eben sein. Ich bin noch nicht so ein Sammler, ich schmeiße sowas einfach weg, denn so eine Schraube ist mir scheißegal. Bei manchen sind noch so Batterien drin. Und es kann sein, wenn die Schaltung scheiße ist und die Batterie nicht Bypass geschaltet wird, wenn ihr auf 9 Volt geht, dass die Batterie weiterhin gezogen wird und das Pedal den Batteriestrom annimmt, statt den 9 Volt Strom. Und ihr wundert euch die ganze Zeit, warum euer Pedal aber scheiße klingt. So, next one. Crystal Mountain von ADD. Was ist ADD? ADD war mein ehemaliger Designer, der Dan Miner aus Amerika. Und ihr denkt, was ist das so? Hä, hab ich ja noch nie gesehen. Und zwar macht der Herr super, super, übrigens das Tremolo ist auch von ihm, macht der super geile Gehäuse. Der ätzt die halt und hier in dem Fall mit so einer coolen Platte drauf und so. Und da drin ist, und das zeige ich euch jetzt mal. Übrigens, da fehlen überall die Schrauben drin, weil ich andauernd Pedale aufmache. Auch mal im Proberaum und so. Und deswegen mache ich meistens immer nur 2 Schrauben rein, weil ich dann immer irgendwas verkabel. So, was ist das denn hier? Das ist unser Kaleidoskop. Nur umgebaut. Ich schicke dem Dan ab und zu Platinen, so einen kleinen Schwung. Und er macht mir dann so Gehäuse für so Special Runs und so. Dann habe ich irgendwie so 5 Gehäuse oder so, wo ich dann auch meine Sachen reinmache. Er macht das gleiche in Amerika. Der ist halt nicht so der Platinenmensch und so, der Designmensch. Ach, da war eine Schraube drin. Er ist eher der Designer. Ich liefere praktisch die Technologie. Und ja, der macht mir immer so Special Runs. Die stelle ich mir ins Regal oder schenke die Freunden zu Geburtstag und all so ein Krams. So super limited Sachen, was er halt auch super limited macht. So 5 Stück baut er dann an einem Run. Ah, so, kleines Coop. Und 2 Riser. Was sind denn Riser? Die machen einfach nur, dass die hintere Reihe höher ist. Das war's. Und jetzt, das sieht auch super cool aus so als Bild, ne? Da mache ich gleich mal ein Foto von. Und jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Und dann zeige ich euch, wie man das cool verkabelt. Bis gleich. Jetzt haben wir alle unsere Sachen sauber, alles einmal nachgezogen. Das habe ich gerade noch gemacht. Hier riecht es wunderschön nach Aceton. Und ja, wir fangen an. Wir legen los. So, erstmal die Riser weg hier. Bam. Das ist das, was wir als letztes brauchen. Ich stapel alles mal schön hier. So. Als erstes nehmen wir uns natürlich das Board vor.
So, Board ist sauber. Warum muss ein Board sauber sein? Weil das sonst eklig aussieht. Und der ganze Staub einfach irgendwann über deine Pedale wächst. Wie so Efeu praktisch. Wir fangen mit dem größten Pedal an. Das ist mein Diamond Fass, was übrigens ein Standardfass mit War ist. Also ein Univox Standardfass. Was ihr von Bands wie Fu Manchu oder Jesus and the Mary Chain kennt. Alles, was so Filter eher ist. Also es ist kein richtiges War. Es ist nicht so ein Hendrix War. Es ist eher so Filter. Es macht unheimlich Terror und kommt direkt nach rechts. Denn es klingt geboostet nicht so gut, wie wenn du etwas danach schaltest. Und da das War schon nach dem Fass ist, brauche ich also davor nichts mehr, um das krasser machen zu lassen. Dann nehmen wir in Eternal Youth als Always on Overdrive. Und jetzt muss ich langsam überlegen, wie ich das mache. Die kleinen, an die ich öfter rangehe, packe ich hier hin. Ihr solltet immer so eine Fingerbreite zwischen den Pedals mal einplanen. Das ist recht, wenn das so Side-Jacks sind. Manche Sachen gehen einfach nicht anders. Wo ich natürlich Top-Jacks immer bevorzuge. Siehst du, so ist das schon mal eine geile Kette hier. Wo ist ein Klett runter? Auf das Klettlager! Ach, so eine Rolle Klett kann man auch echt im Proberaum haben. Warum auch immer habe ich Weißes bestellt. Aber es interessiert eh keine Sau. So eine Rolle Klett. Und man braucht ja immer witzigerweise mehr Hakenklett als Filzklett. Kann man einfach mal bei eBay bestellen. Ich glaube, das sind glaube ich 20 Meter für 10 Euro oder so. Und dann gibt es auch diese. Ach, keine Ahnung, Pedale müssen vernünftig geklettet sein, Leute. Sonst fliegt halt alles auseinander. Stellst du deinen Plattenspieler auch nicht auf irgendein klappriges Regal, sondern guckst, dass das alles safe ist. So. So, mein schickes Fernseher hier. So, und eigentlich solltet ihr euch ungefähr schon ausdenken, wie eure Signalkette sein wird. In dem Fall geht sie bei mir hier rein. In dem Fall geht sie bei mir hier rein, geht hier raus ins Eternal Youth, wo ich einen Kanal immer anhabe. Den zweiten schalte ich dazu für fetten Overdrive. Also sie hat zwei Gain-Kanäle, habt ihr in dem anderen Video natürlich schon gesehen. In den Octave Multiplexer und dann gehe ich hier raus in den Burning Sun und dann in das Fernweh. Das ist die erste Kette. Es kann sein, dass ich mich noch entscheide, dass ich hier die Effektwege trenne und dann oben Stereo in meinen Boss gehe, dann könnte ich nämlich die Bassspur durch den ohne den ganzen Krams lassen und dann die Gitarrenspur, also die meine Dry-Spur, den Dry-Out durch den Burning Sun und das Fernweh jagen, somit oder durch die anderen Sachen noch. So kann ich zum Beispiel, wenn ich den Octaver anhabe, habe ich nicht den ganzen Bass voll mit Delay und sowas, meistens nicht so geil klingt, aber die Gitarre dafür. Und dann spiele ich eine hohe Note und dann hast du das ganze Gewummern vom Bass verstärkt durch den Hall und alles. Das ist nicht cool. So, machen wir weiter mit den Risern. Die kommen jetzt halt hier hin. Und das ist das Coole an den Dingern. Die machen, dass ich die zweite Kette oben haben kann, ohne dass ich gegen die Sachen überall trete. Ich bin auch kein Freund von Loopern, also nicht Loopern im Sinne von Audio aufnehmen, sondern Loopern im Sinne von Switches, also so Routing-Systeme. Warum nicht? Guck dir das Board an. Also ich brauche halt mal ein Tremolo, dann schalte ich das einfach ein und aus und fertig. Da brauche ich jetzt nicht, also ich benutze keine krassen Ketten, wo ich jetzt 6 Effekte auf einmal anmachen müsste. Und das ist sehr sinnvoll. Aber ich schalte halt einfach nur mal einen Overdrive an und aus oder mal. Ich mache meistens für einen Song habe ich einen Reverb meistens die ganze Zeit an und dann kicke ich halt noch ein Pedal dazu. So, das muss noch ein bisschen rüber hier. Oh, bitte pass.
Ah, ist ein bisschen wackelig hier. Flauschklett habe ich jetzt leider keins hier. Sonst würde ich jetzt einfach nochmal eine Spur hier rüberschieben. Das so passt das. Guck mal, wie geil das aussieht. Meine Güte. Ich stehe halt auch einfach auf so schwarze Pedals. Ne? So schwarze Silber ist halt auch vor meinem Film hier. Wie man unschwer erkennen kann. Und so wird das Ganze aussehen. Ah, es wird schwer mit dem Fahrrad, merke ich gerade. Aber es geht. Ich schätze das mal so auf 20 Kilo. Ich denke mal so. Ja, so 22,3. Ungefähr. So, und jetzt kommen wir auch schon zum Kabelmanagement. Ich brauche 1, 2, 3, 4, 5. Ne, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kabel auf jeden Fall. 8, wenn ich es trenne. Und die suche ich mir dann raus. Und dann kommen wir zu Strom. Also hier ist mein. So wird's aussehen. Und das ist jetzt auch kein Zufall, dass das so schnell ging. Ich habe mir gestern Abend schon Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. So, das ist jetzt schon mal alles, was ich hier so in der Werkstatt zusammengesucht habe. Die sortiere ich jetzt auf jeden Fall schon mal. Das solltet ihr auch immer tun. Nach Länge. Warum? Weniger Gefummel. Ist immer besser. Und gleich sage ich euch dann noch was dazu. Ich brauche noch eine Zange. Und ich brauche noch ein Netzteil. Was hier in diesem Fall sehr unästhetisch aussieht. Das liegt daran, dass ich das vorher auf einem anderen Board verbaut hatte. Das ist unser Netzteil. Noch irgendwo so ein Gummi dazu, damit du das montieren kannst. Ich benutze aber einfach Klett. So, auch hier erstmal sortieren. Das Ding brauchen wir als allerletztes. Dann machen wir noch die Kabelbinder raus. So, Board beiseite. Jetzt denkt ihr erstmal, oh, das ist ja gar kein 500-Euro-Netzteil. Nein, ist es auch nicht. Es ist ein 30-Euro-Amazon-Netzteil. Und ich empfehle Leuten immer, ein vernünftiges Netzteil zu nutzen. Warum? Pedale rauschen. Generell, das ist normal. Erst recht so Drives, das ist normal. Du hast deine P90-Gitarre oder deine Single-Coil-Gitarre oder deine Humbucker-Gitarre, außer bei aktiven Tonabnehmern, das ist nicht so stark. Und die haben ein gewisses Grundbrummen und Grundnoise und bla bla, das Mikrofon halt, ne? Wenn du dann so einen Overdrive anhast, der verstärkt halt alles. Halt nicht nur die schönen Sachen, sondern halt auch die beschissenen. Und wenn du ein schlechtes Netzteil hast, haut er nur extra Brummen oben drauf, was halt mit verstärkt wird. Und ihr denkt die ganze Zeit, ja, ist halt ein Bitmuff, ne? Der klingt halt so. Nein. Und zwar, wenn du ein vernünftiges Netzteil benutzt, wird all dieser Dreck rausgefiltert. Alles Gute bleibt drin, Signal und so. Aber ein großer Teil von Brummschleifen und den ganzen Pipapo wird einfach weggefiltert. Das hier ist jetzt ein Netzteil, was nicht einzelne Trafos hat, was aber in dem Fall nicht schlimm ist. Praktisch bessere Daisy Chain. Reicht in meinem Fall voll aus. Ich habe jetzt auch nicht so viele Pedale, aber solltet ihr so Strymans benutzen, gerade mehrere und dann halt auch mit irgendwelchen Overdrives zusammen, analog und digitale Effekte soll man nicht zusammen mischen. Auf so ein Netzteil. Ist bei mir jetzt aber nicht wirklich der Fall, außer das Boss. Und deswegen brauche ich das nicht so. Also das ist schon ein vernünftiges Netzteil. Ein schlechtes Netzteil ist zum Beispiel ein Netzteil, was ihr von Lidl kennt. Diese universalen Netzteile, wo du 4,5, 6 Volt, 9 Volt, 12 Volt, 18 Volt auswählen kannst mit so einem kleinen Schraubenzieher. Und dann habt ihr oben so einen Stecker, den ihr so umdrehen könnt. Oder das eine. Da ist so ein Multistecker dran, der aussieht wie so ein kleines Schlüsseltool, wo so 16 verschiedene Adapter dran sind. Nein, das bitte nicht. So, Stromkabel. 2.
3. Hier ist das Gummiband. 4. 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 brauche ich noch. Gleich wieder da. So, das waren sie. Das sind alle meine Kabel, die ich brauche. Und jetzt denkt ihr, oh, es ist viel cooler, jetzt die Buchsen, die Kabel direkt zu machen. Ach, nee, Strom muss man zuerst machen. Auch wenn das die uncoolen Sachen sind. So, Ärmel hochgekrempelt, es geht los. Das kommt nochmal weg hier. Wird auch wahrscheinlich wieder so ein 40-Minuten-Video. Ist halt so, ihr könnt skippen, nehme ich nicht persönlich. Ein bisschen schon, aber nicht so wirklich. So, La Fernweh. Und dann müsst ihr die am besten auch direkt. Und dann einfach erstmal in eine Richtung weg. Dann könnt ihr die nachher nämlich auch alle schön mit Kabelbindern sortieren. Und jetzt wieder Pro-Tip-Time. Die Stromkabel dürfen nicht in einer Linie mit dem Audiosignal liegen. Hä, das habe ich ja noch nie gehört. Ja, ist so. Denn das Audiosignal strahlt und das Stromsignal strahlt und das beeinflusst sich dann gegenseitig. Ihr wollt, dass eure Stromkabel am besten im Kreuz zu euren Audiosignalen liegen. Das ist so. Und richtig geil ist zum Beispiel auch, wenn ihr zum Beispiel im Proberaum Licht und Audio, also Audiostrom, also Verstärker und all so ein Gedöns, Recording und so. Wenn ihr das alles von eurem Licht trennt. Und generell ist es auch geil, wenn ihr in einem Bunker spielt, einen Bunkerproberaum habt, wie die meisten von uns wahrscheinlich, dass ihr diese Neonröhren und sowas einfach gegen LEDs austauscht. So. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr keine Kohle dafür habt oder so, wenn ihr euch ein 1000 Euro Paddleboard zusammenbaut. Dann habt ihr auch Kohle für ein 30-Euro Netzteil. Und ich meine, das ist jetzt wirklich nicht die Welt. Und so. Und ich habe auch diese, die eins von Koix oder wie die heißen. Oder Voodoo Lab und so. Ich habe so ein Koix hier, die sind echt super. Also das benutze ich halt für meine sonstigen Demos und so, weil es wäre jetzt blöd, wenn ich meine Demos mit einem schlechten Netzteil mache. Und das habe ich jetzt hier. Ich brauche das für die Band nicht, weil wir spielen wahnsinnig laut. Wäre jetzt, also ich, da brummt halt auch alles andere. Aber wie gesagt, so Licht und sowas, immer andere Steckdose bzw. anderen Stromkreis als Audio. Und so verhindert ihr auch, dass eure Aufnahmen brummen oder dass dann welche negativen Sachen mit drin sind. Ich meine, so eine scheiß LED-Kette kostet einfach nur 30 Euro. So. Das können wir jetzt hier so elegant langlegen. Finde ich auch immer geil, wenn da so Löcher drin sind für Kabel und so. 40 Euro hat das Board gekostet. Mit Tasche. Die Riser haben, glaube ich, 5 Euro gekostet. Je. Finde ich ein bisschen teuer. Aber who cares. Dafür kriege ich die Dinger ja auch jetzt hier über die anderen Sachen rüber. Ne? Also stehen ja über die Kabel gleich. Was schon ziemlich cool ist. Oh. Die Frage ist, lasse ich das hier durchlaufen? Und dann hier so durch. Ja. Geht das? Und dann hier so. Ja, das geht. Geil. Komm, das kommt hier gleich so raus. Ach nein, das kann ich auch hier unten durchlaufen lassen. Ach so, stehe ich ja richtig, ne? Vielleicht lege ich das noch. Ja, egal. Das wird sich in der Praxis zeigen. Hier geht mein Audiosignal rein, hier geht es raus. Ich brauche kein Split-System und so ein Scheiß. Alles auch nur Platzverschwendung auf einem Board.
So. Ach, ich leg's einfach hin. Das ist gar nicht so schwer, ich tue nur so. So, ich weiß, dass mein... Kommen wir zu Ampere. Was ist Ampere? Das ist, wenn hier steht, MA, Milliampere. Das heißt, wie viel Strom braucht so ein Gerät eigentlich? Also nicht 9 Volt, das ist ja praktisch die... Oh, wie erkläre ich das? Das ist praktisch, wie viel Strom es kriegt, so Punkt, ne? Also welche Stärke. Und Milliampere ist, wie viel es benutzt, also wie viel es davon zieht. Das ist wie, ach, keine Ahnung, wie die Güte, so kann man sagen. Ganz viele Pedalbauer oder Techniker oder andere Menschen werden bestimmt jetzt mit den Augen rollen. Ich versuche es euch so einfach wie möglich zu erklären. Das ist einfach das, was es zieht. Das braucht es halt einfach zum Arbeiten. Und ich weiß, dass das Boss 200 und braucht. Und diese Ausgänge haben nur 100. Also wähle ich hier 500. Das ist nämlich das Einzige, was so viel braucht. Hakenklett auf Hakenklett, ich bin auch echt ein Esel. Naja. So, guck mal hier. Dann haben wir hier die beiden oben. Die verbrauchen je unter 100. Also 100 und 100. Dann haben wir hier mein Arianfass. Arion auch 100. Fernweh braucht auch nur 100. Alle meine Effekte brauchen nur 100 übrigens. Das ist irgendwas unten, das braucht auch nur 100. Das auch. Ich müsste Ben mal fragen, ob sein Burning Sun mal mit 12 oder 18 Volt läuft. Das kann man immer ausprobieren. Auch fragt vorher die Leute. Schreibt dir nur einfach kurz eine E-Mail. Das ist Bens, genau hier. Das ist Platz 7. Mein Eternal Youth läuft auch mit 12 und 18 Volt. Es klingt aber... in dem Fall wirklich besser mit 9 Volt. Also klar, wenn du so Bass spielst und so, hast du mehr Headroom und so, aber mehr Headroom heißt auch weniger Kompression. In dem Fall ist ein Overdrive-Pedal manchmal ist es wirklich sinnvoller, weniger zu machen, weil alle Leute denken immer, oh, mit 18 Volt klingt mein Overdrive so, als würde eine Wand anreißen, bla bla bla. Ja, aber es hat halt auch weniger Gain. Also das, was du eigentlich geil findest an diesem Pedal, verschwindet halt auch. Und wenn du auf den Sound davon stehst, dann kauf dir doch einfach einen Booster, um deinen Amp einfach mehr zu kicken. Oder einfach einen guten Equalizer. Da kannst du dann die Beste so hochschieben, wie du willst. So, jetzt Pro-Tip. Nächster Pro-Tip. Kabelbinder. Kabelbinder. Und zwar wollen wir ja die Audiosignale von den Stromsignalen trennen. Ich mache hier mal schon so eine Spange rüber. Aber wie macht man das denn genau so? Überkreuzt, damit du hier den Druck hast. Wir wollen das trennen und die Stromsignale können ruhig zusammen. Und deswegen verlegen wir die jetzt auch geil. Guck mal hier. Könnte ich auch eindrehen? Mache ich auch. Den Kabelbinder nicht mit sparen können. Naja, so ist das im Leben. Das ist so ein Bob Ross Moment. Ich bin der Bob Ross des Pedalbounds. So. Das geht hier lang. Das machen wir nochmal hübsch vorher. Ich möchte das alles vernünftig haben. Denn ich bin so ein Typ, der das nicht mag, wenn Sachen scheiße aussehen. Außerdem kann man jetzt, wo die Kamera läuft, ja auch einmal mal so tun, als wenn mich das interessiert. Nee, das ist ganz geil, wenn man das einmal im Vernünftigen macht. Ich meine, ich habe ja die Zeit, rennt ja jetzt nichts weg. Und genau das drehen wir einzeln ein. Habe ich hier den Platz für? Nee, doch. Ich so mache. Dann wird das hier gerade und dann können wir das da reinklemmen. Macht ja auch Spaß. Das ist die Modelleisenbahn des modernen Mannes. Man hätte jetzt nochmal die Kabel entdrehen können. Das heißt, diesen
diesen Drall, den die Kabel haben. Aber come on, jetzt mal nicht übertreiben. Ja. Ja, doch, das hätte man machen können. Es gibt bestimmt jetzt so Audioton-Leute, die voll den Anfall hier kriegen, weil ich die Kabel nicht vorher gedreht habe. Ja, letzte Charge. Die zwei hier, die will ich hier eindrehen. Dann mache ich hier ein Looping. Kann ich den größer machen? Ja, kann ich. Guck mal. So, war das schwer? Nein. Bitte kauft euch ein richtiges Netzteil. Und das ist ja jetzt ein verhältnismäßig kleines Board noch. Also es ist so mittlere Größe, sagt man ja dazu. Da solltet ihr schon nicht mehr mit Daisy Chain arbeiten. Wenn ihr nur zwei Pedale habt, ey, meine Güte, dann kauft euch halt eine Daisy Chain. Ist egal. Aber sobald ihr so mehr als drei, vier Pedale habt, so, dann gebt doch einfach mal 50 Euro für ein gebrauchtes Netzteil raus. Meine Güte. Ihr habt die Kohle, weiß ich. Würdet ihr euch nicht 200 Euro Treter kaufen? Das nächste Overdrive kann doch mal warten. Kauft euch ein ordentliches Netzteil. Bitte, 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 bitte. Ich sag das auch nicht aus Spaß oder weil mir langweilig ist oder weil ich von diesen Netzteilfirmen Geld kriege, sondern weil ich meine Geräte auch ab und zu reparieren muss. Und ich habe wirklich oft Fehler an den Geräten, weil die Kunden falsche Netzteile genommen haben. Also falsche Spannung, falsche Polarität gibt es auch nochmal. Das ist Plus und Minus, also der Hin- und Rückweg des Stroms. Stellt euch vor, ihr fahrt auf die Autobahn und nimmt einfach die falsche Seite und brettert mit 120 Sachen auf der falschen Spur den anderen Leuten entgegen. Das passiert, wenn du die falsche Polarität in dein Netzteil packst. Guck mal, geil, oder? Jetzt kann ich nämlich die ganzen Stromkabel alle im oberen Bereich hier lassen. Und dazwischen, ich habe hier alles frei, außer das jetzt hier, das hätte man vielleicht noch ein bisschen eleganter machen können. Aber ich habe jetzt hier alles frei für die Audiokabel. So, wir könnten jetzt, da alle meine Pedale True Bypass sind, könnte ich jetzt in meinem einen Test machen, ob es angeht. Ich habe aber keine Verlängerungsdose hier, um das jetzt hier... Ich habe hier oben keinen Strom außer für die Lampe. So, Audiokabel. Da gibt es auch noch einen weiteren Pro-Tipp von mir. Ihr braucht nicht die 9-Euro-Kabel. Jetzt sagt ihr, aber mein Board klingt doch viel besser mit diesem blablabla. Nein, dein Board klingt nicht besser, das bildest du dir ein. Ihr solltet nicht die billigsten Kabel nehmen, weil die klingen wirklich scheiße. Und ihr müsst euch vorstellen, dass ihr, wenn ihr die Gitarre jetzt einfach in den Amp packt, dann habt ihr da euer 3-Meter-Kabel dazwischen und das war's. Also einen direkteren Sound gibt es nicht. Es sei denn, ihr würdet ein 1-Zentimeter-Kabel in den Verstärker, das macht ja keiner. Und hier kommen dann die 3 Meter an. Na, dann hast du hier, bei hier bist du schon bei einem halben Meter extra, also bei einem Meter extra, plus die ganzen kleinen Kabel in den Geräten ja auch nochmal. Und deswegen benutzt am besten nicht die schlechtesten Kabel. Das heißt aber auch nicht, dass ihr euch 10-Euro-Kabel kaufen müsst. Die haben nur den Vorteil, dass sie vielleicht länger leben, weil sie einfach viel besser verarbeitet sind. Aber sie werden nicht besser klingen. Weil, klar, Goldkontakte und so kennt man ja aus dem Audiobereich, aber das würde nur Sinn ergeben, wenn ihr hier auch Goldkontakte hättet. Also hier und 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 hier. Und das bei so einem Board und dann noch irgendwas daneben? No way. Bringt nichts. Es sei denn, ihr benutzt so Switchers, also diese Routing-Systeme. Dann will ich nichts gesagt haben. Aber auch da. Also ihr müsstet, wenn denn alles machen, und das ist ja eher unwahrscheinlich. Also so ein blödes Kabel wird euch nicht weiterbringen. Es sind halt besser verarbeitet. Ich benutze die von einem sehr bekannten Musikhaus, den ich nicht nennen möchte. Und das sind die 2,50 Euro Kabel. Die kurzen kosten 2,50 Euro, ich glaube die großen kosten 3,50 Euro. Und ich schneide hier den Knickschutz ab, damit die Kabel nicht knicken können. Ich schneide den aber ab,
Und somit kommen die besser um die Kurve als so. Steht hier? Schneide ich immer vorher ab. Und das macht mir die Kabel einfach ein bisschen griffiger. Danach kommt, also danach ist ja auch keine Bewegung mehr drin. Ich mache da auch gleich, ich muss eben aufpassen, dass ich mir nicht im Finger schneide. Ich mache dann die Kabelbinder auch wieder unten ran und dann ist da keine Bewegung drauf und dann wird auch nichts passieren. Ihr solltet die Kabel alle vorher einmal checken, ob die gehen. Jedes einzelne, denn wenn ihr das alles so verklettet habt, dann werdet ihr sehr, sehr, sehr traurig sein, wenn dann irgendwas nicht funktioniert. Ich teste die aber vorher mal alle schon, das sind die, die ich hier täglich benutze. Und ja. So. Los geht's. Jetzt muss ich jedes Pedal einmal wieder hochheben, jedes Mal. Die beiden Boys mache ich mal nach oben. Und jetzt kommt es nämlich, jetzt kann ich nämlich das Kabel hier einfach schön cool langlegen, ohne dass ich hier so eine hässliche Schlaufe habe durch diesen Knickschutz. Das will ich so haben. Auch immer Kabel so legen, dass sie keinen Zug haben, dass sie auch immer ein bisschen Platz zum Atmen haben. Du weißt ja nie, was so passieren kann mit den Dingern. Also immer so einen leichten Bogen, nicht immer alles so auf Zug, das bringt nichts. So, jetzt kann ich hier auf Tauschstation gehen. Numero uno. So. Wie ihr seht, verwende ich hier keinen Buffer. Ich Schwein. Sollte man eigentlich tun. In dem Fall sind aber alle meine Pedale Bypass. True Bypass. Das Gerät hier hat einen Buffer. Den habe ich auch eingeschaltet. Und die meisten Leute verteufeln ja Buffer. Ich nicht. Ich finde nur, dass du herausfinden musst, wo am besten ein Buffer sinnvoll in deiner Kette klingt. Viele Fassese klingen ja kacke mit Buffern. Das ist jetzt kein Geheimnis. Und Moment, das geht da so durch. Und dann müsst ihr einfach mal gucken. Dann kauft ihr euch einfach euer Fassface so und dann macht ihr einfach den Buffer danach. Das macht dem Signal nichts. Habt es halt einfach danach. Ist vollkommen okay. Ja, jetzt wird es auch ein bisschen eng hier. Das liegt daran, dass ich den Zentimeter höher hätte packen können. Dann wird aber meine schöne Paddleboard-Ästhetik hier ruiniert. Also mache ich das Stromkabel einfach darüber, alles klar. So, jetzt seht ihr hier, ich kreuze kein Audiokabel mit dem Stromkabel. So, geil, oder? Guck mal hier, wow, geht so durch. Auch eine ganz tolle Sache ist, könnt ihr das sehen? Der Ben macht seine Buchsen nicht auf Standardhöhe in der Mitte, sondern weiter unten, was den Vorteil hat, dass ich die Kabel so machen kann. Wow, Smart Engineering. Hashtag Smart Engineering. Smart Ben. Oh, ich liebe den Typen, der macht so gute Sachen. Ich meine, er baut jetzt Amps. So, der ist gerade dabei, Amps zu bauen. So, zieh das mal rein. So, ich sitze hier und mache meine Krachpedale und der baut einfach Amps. Punkt. So, hier wieder der Unterschied. Das mache ich jetzt hier noch im Tübsch, oder? Scheiß drauf. Na? Der Bogen. Und genau das kann ich hier aber so lassen. Der geht ja noch. Nee, der geht nicht noch. Die Sache ist auch, wenn ich den jetzt hier unten habe, dann knickt das Ding hier die ganze Zeit da drauf und es belastet das Kabel mehr, als wenn ich das einmal so elegant um die Ecke legen kann.
Da war auch schon fast der Finger ab hier. Bestimmt irgendein Kabelhersteller, der das jetzt guckt und sagt, man darf den Knickschutz nicht ummachen, nicht abschneiden, oh mein Gott. Ja, ist mir egal. So, genau, ja, hier wollen wir in die Dry-Out-Dings gehen. Also dieses Effekt hier, nee, machen wir nicht, lassen wir erstmal. Nein, ich weiß nicht. Ich tausche die beiden Boys hier. Dann habe ich den Overdrive von Ben auf beiden Seiten. Also Bass und Gitarre. Weil es geht mir eigentlich darum, dass das Gitarrensignal frei ist von dem Delay, dem Tremolo und dem Reverb, weil ich das nicht so toll finde. Also nicht beides gleichzeitig, das ballert mir das Signal so zu, das will ich nicht. So, guck mal hier, das meine ich. Da, Smart Engineering! Oh. Jetzt kann ich nämlich den Dry Out in das Fernweh packen und den Direct Out einfach schon mal hier direkt hier rein mit diesem langen Kabel hier. Habe ich noch ein längeres? Ich hatte mal ein längeres. Das habe ich mir extra mal gebaut für so Unterbordaktionen. Oh, mit dem großen vielleicht geht das da durch. Geht das hier vielleicht? Oh, bitte. Never. Okay. Lassen wir raus, da muss ich mein Kabel löten. Das mache ich später, das würde jetzt nur die Zeit sprengen. So, der geht hier durch. Wir brauchen den Dryout, der passt hier auf jeden Fall durch. Also ja, wenn ihr ein paar Pedale habt und so, und die immer permanent durch die Gegend schleppt, dann kauft euch einfach mal ein vernünftiges Board. 40 Euro habe ich das für die Größe jetzt bezahlt. Ich habe das kleinere noch, was ich euch ganz am Anfang mal gezeigt habe. Ich glaube, das hat 20 gekostet oder so. Und dann einfach eben mal so ein Netzteilblock, 30 Euro. Wenn ihr 50 zahlt, kriegt ihr auch ein gutes gebrauchtes oder 60. Es gibt ja auch so Tauschgruppen auf Facebook, die ich hier gerade nicht nennen möchte. Denn ich darf da ja keine Werbung mehr machen. Da kriegt man sowas auch immer super geil. Erst recht, wenn man nett nachfragt. Da ist witzigerweise die deutsche Community echt ganz weit vorne. Technik halt. Dieses Kabel noch auf, das lässt mich ja jetzt auch nicht in Ruhe. Ne? Verlängerte. Hier fehlt übrigens auch die Buchse, die Mutter. Deswegen finde ich diese Plastikbuchsen, die Electro-Hamnex macht, auch echt scheiße. Und ich kann auch nicht verstehen, warum andere Leute die benutzen. Also ich kann schon verstehen, die sind halt günstig und man kann die direkt auf die Platine löten und so. Ich finde aber, und das ist meine persönliche Meinung, jetzt bitte nicht durchdrehen, dass wenn man Strombuchsen, Schalter und... Ui, ja, klappt ist gut, oder? Wenn man so Buchsen generell... Oh, ja, ja, wenn man Buchsen und so auf Platinen montiert, festlötet, dass die brechen. Und ich möchte ja, dass meine Pedale lange halten. Ich möchte auch nicht, dass Pedale auf der Bühne einen Ausfall kriegen, weil das wäre Worst Case. Oder generell irgendwie... Wackler haben oder sonst was, das möchte jetzt Pedal-Hersteller nicht.
Und jedes Mal, wenn du so eine Buchse ein- und aussteckst, und du hast gerade gesehen, wie viel Druck ich die da schon reinmachen muss, weil das alles hier so festgeklettert ist und so. Jedes Mal winkelst du irgendwas rum und darunter leiden die Lötstellen. Und deswegen mache ich das nicht. So, Problem 2, ich komme da oben nicht hin. Das heißt, ich muss zwei Kabel gleich löten. Abfahren wir mal zwei kurze. Das bedeutet, dass der Boy hier, jetzt kann er wieder zukommen, der geht hier nämlich genau rüber. Das bedeutet, ich kann, ja komm, die legen hier, guck mal jetzt hier, Bonus-Level. Ja, das geht hier durch diese Löcher durch. Und das kriegen wir da auch gleich wieder durch. Jetzt kann ich das hier aber nicht verwenden. Scheiße. So, das ist mein Signal 1 hier. Och nö. Ich wünschte, hier wäre noch ein Loch, damit ich das da so durchfädeln kann. Aber naja. Das haben diese Soulman Boards. Die habe ich jetzt leider nicht hier in der Werkstatt, aber ich bin mit zu Hause. Das haben wir für unsere Messeboards. Das ist mein Billigboard. Das benutze ich zum Proben und das kann halt auch mal kaputt gehen. Da bricht halt auch mal ein Fuß ab, wie gesagt, 40 Euro. Kann man aber auch einfach wieder reinschrauben. Ich habe noch ein Soulman-Board, was mit Koffer und allem kommt. Und es hat so mega geile Teak-Seiten oder Mahagoni oder was das ist, keine Ahnung. Das ist aber auch eine ganz andere Preisecke, so, das ist, die sind glaube ich 200 plus, das ist aber auch wirklich, wenn du deinen, ich meine, was kosten zwei Strymans, dann bist du schon fast 1000 Euro los und dann hast du ja auch nur diese Ecke voll und das ist so ein Board, also wirklich so und das ist nicht mal deren größtes, glaube ich, und es gibt ja Leute, die wirklich so viel, ohne jetzt zu werten, so viele Pedale haben, hatte ich auch mal. Und wenn du eine 3-Stunden-Session hast oder wenn du einfach super viele Songs mit super vielen Sounds abdecken musst, dann brauchst du ja auch so ein Pedalboard. Und dann hast du da einen Wert von 4000 Euro drauf. Dann hast du aber auch so ein dementsprechendes Board, was die ganzen Montagemöglichkeiten und mehrere Ebenen und so. Super geil. In dem Fall brauche ich aber echt nur diesen Kasten. So, ich muss jetzt zwei Kabel löten. Ich bin gleich wieder da. So, 6% Akku, ich muss ganz schnell machen. Das ist jetzt, wie es von unten aussieht. Total ordentlich und cool. Ich habe eben die zwei Kabel gelötet. Und jetzt mache ich einmal die Kamera gerade, damit ihr mich sehen könnt. Und zwar denkt ihr jetzt, oh mein Gott, dieses Board möchte ich unbedingt hören. Das werdet ihr auch. Und zwar habe ich noch ein Big Announcement hier. Hui, so, hier, das ist mein Board jetzt. Was auch super easy war, kauft euch einen richtigen Buffer, kauft euch ein richtiges Netzteil, informiert euch vorher, ob eure Pedale gebuffert sind oder nicht, dann braucht ihr keinen Buffer. Meistens ist in den Tunern und in fast jedem digitalen Effekt schon ein Buffer drin. Wir haben jetzt einen neuen Proberaum, das heißt, alle Clips, die ihr jetzt in den Demos und in den nächsten Demos sehen werdet, werden in wahnsinnig laut in einem Proberaum aufnehmen. Werden wir in einem wahnsinnig lauten Proberaum aufnehmen können. Alle anderen Clips sind dann hier in der Werkstatt. Und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, teilt das mit euren Freunden und helft mir, bekannt und reich zu werden. Vielen Dank. Tschüss.